Vor rund 4 Jahren hat VW angeschoben, dass die Zukunft elektrisch wird. 5 Modelle waren schnell entschieden. Ein Kompakter, ein Crossover, eine Limo, ein Bus und ein Fun-Cabrio. Was aber fehlt, ist ein Modell für die Allradgemeinde. Die Basis dafür ist den neuen Elektroautos in die Wiege gelegt. 2 Motoren an Vorder- und Hinterachse ermöglichen nicht nur einen intelligenten Allradantrieb, sie gewähren auch das nötige Maß an Traktion abseits befestigter Wege. Die Akkus im Wagenboden senken zudem den Schwerpunkt. Aber passt so ein Fahrzeug zur Marke? Wie robust, sprich einfach, darf ein solches Modell sein? Was bereits klar ist, der T-Roc wird kompakt, also mit einer Länge von 4,50 Meter, etwa so lang wie ein aktueller Tiguan. Die Karosserie wird aus durchgefärbtem Kunststoff bestehen, so steckt sie leichte Rempler und Kratzer unbeeindruckt weg. Und klar, Allrad wird Serie sein, damit stehen auch die Rahmenbedingungen für Leistung und Reichweite. 2 Motoren bedeuten bei der neuen Elektroplattform eine Leistung von 225 Kilowatt. Die eine E-Maschine an der Hinterachse leistet 125, die kleinere an der Vorderachse 100. Der T-Roc soll sich im Gelände besser schlagen als ein Tiguan, sogar an den Amarok heranreichen. Erstmals gäbe es sogar die Möglichkeit, den Akku anzuzapfen, etwa beim Camping zum Betreiben elektrischer Geräte. Unsere Computerzeichnungen geben den aktuellen Stand wieder. Final ist das aber noch lange nicht. Und auch über die Gestaltung des Innenraums gibt es wohl noch Redebedarf. Klar ist nur, der T-Roc soll so robust werden wie kein anderes aktuelles Modell aus dem VW-Konzern. Ob er tatsächlich kommt? Naja, die Chancen stehen gut. Auf dem Genfer Autosalon 2020 könnte VW eine erste Studie zeigen. Alle Infos dazu gibt es in der aktuellen Allrad im Juli 2019.